Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn darf ich mich vorstellen, ich bin der Rudi und wie man hier auch gut lesen kann, der Ofenguru. Und in einem Pizzaofen kann man natürlich klassisch eine Pizza machen. Wir werden allerdings auch grillen im Pizzaofen und nachher werden wir nur eine Quiche auch versuchen. Ja. So, beim Grillen im Pizzaofen verwende ich so eine gusseiserne Grillplatte. Auf einer Seite das Muster und hinten ist es flach, je nach Grillanwendung. Ja. Mache ich aus dem Grund, weil am Schamottstein grillen, den versäumen wir ja total. Ja. Außerdem machen wir ein schönes Muster am Steak dann oder am Grillgut. Wir haben eine sehr hohe Temperatur drinnen. Beim Grillen brauche ich zumindest so 350 Grad aufwärts. Und das schaffen wir im Pizzaofen natürlich leicht, weil da sind wir jetzt irgendwo in einem Bereich von ca. 450 Grad. Jetzt warten wir nur kurz, bis die Grillplatte auch auf Temperatur gekommen ist und dann werden wir das Steak reinlegen. Ich habe mich heute entschieden und habe mir ein Tomahawk Steak besorgt und das Tomahawk Steak habe ich vorher schon eineinhalb Stunden vorher aus dem Kühler rausgegeben, habe das auf Zimmertemperatur einmal die Raumtemperatur annehmen lassen, damit nachher das Fleisch nicht so gestresst ist, wenn wir das am Griller legen. Und bevor wir das dann am Griller legen, am Grillrost, werden wir das mit grobem Salz noch würzen, marinieren. Ja. Das nehmen wir so ein grobes Meersalz und das streuen wir dann relativ tüchtig auch drüber. Ich tue immer nur Salz drüber, es gibt da unterschiedliche Philosophien. Pfeffer würde ich nicht empfehlen zum draufgeben, ja, das verbrennt bei relativ niedrigen Temperaturen und das riecht auch nicht angenehm. Also ich lasse es jetzt so auf Zimmertemperatur jetzt für mindestens 15 oder 20 Minuten daneben ruhen. Okay. Während das die 15 Minuten ruht, werden wir zubereiten oder vorbereiten noch, wir werden ein Baguette dazu machen, so ein Kräuterbaguette und wir werden auch noch ein klassische oder typische spanische Grillsoße machen, das ist die Aioli, ja. Und das geht grundsätzlich ganz rasch. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen ein Ei, Pfeffer, habe ich den Steakpfeffer da verwendet, ein Kräutersalz, ein Senf, Knoblauch, den könnt ihr nehmen, entweder die Zehen drücken, hacken oder man kann das auch in einen Blender zubereiten. Und dann brauchen wir zusätzlich auch noch Öl, nehmt ein Rapsöl, dann Zitrone und Zucker brauchen wir dafür. Ja. Die Aioli ist nichts anderes wie eine Mayonnaise und das schlage ich jetzt mit der Hand dann auf. Ja. Und ihr macht es dann am besten so lang mit dem Zugeben vom Öl, bis eure gewünschte Konsistenz erreicht ist. Ja. Beim Kräuterbaguette kann man entweder im Supermarkt eins kaufen, den Griller reinlegen oder ich mache das sehr gern selber. Ja. Dazu nehme ich diese Baguettes, die zu Hause zum Fertigbacken sind, im Backofen. Man kann auch ein frisches Baguette vom Bäcker nehmen. Bei dem ist halt der Vorteil, dass ich das immer griffbereit habe, wenn ich jetzt drauf komme, dass ich jetzt was grillen möchte. Ja. So, und dann haben wir da ein paar frische Kräuter drauf. Und das werden wir nach unserem Steak dann am Grillrost legen und auch grillen. Also die Temperatur schaut gut aus, wir sind da über 400 Grad drinnen. Ich glaube, das können wir riskieren, dass wir auflegen. Bevor wir das Steak auf die Platte drauflegen, werde ich die Grillplatte mit einer Ölzwiebel nur einstreichen. Das hat den Vorteil, dass das nicht so schnell auch haften bleibt, das Grillgut. Und ich bringe ein bisschen eine Marinierung auf die Grillplatte drauf. Mittlerweile ist unser Steak da auch 15 bis 20 Minuten mit dem Salz einmariniert gewesen. Wir haben da Würze reinbekommen und durch das Salz haben wir auch eine schönere Krustenbildung. So, dann legen wir es auf. Es gibt da so gewisse
Faustregeln, man sagt pro Zentimeter Stärke des Fleisches eine Minute circa, damit wir ein schönes Muster reinbringen, werde ich nach 1,5 Minuten das Steak dann wenden um 90 Grad und schauen, ob wir ein schönes Muster schaffen. Und dann drehen wir es um und schauen wir auf der nächsten Seite dasselbe. Hier vorne beinahe 400 Grad, da hinten werden wir ein bisschen höher sein. Also das heißt, bei dem Pizzaofen, dadurch, dass wir ein geschlossenes System haben, können wir von vorne rein arbeiten und die Hitze bleibt gut erhalten da drinnen. Und man muss nicht immer einen Deckel auf- oder zumachen, wir können sogar zuschauen. Und das schaut auch natürlich cool aus. Dann wenden wir das einmal um 90 Grad. Und wenn das Steak jetzt auf beiden Seiten angebraten ist, dann mache ich das dann anschließend mit einem Kerntemperaturfühler, damit ich dann die richtige Garstufe erzielen kann. Wir werden das so medium in etwa versuchen zu machen und da brauchen wir eine Kerntemperatur anschließend von rund um die 55 Grad circa. Dann drehen wir das Steak um und machen auf der anderen Seite dasselbe. So, einmal wenden wir noch. Da sieht man sehr schön bei der hohen Temperatur, wie sich das Fett dann schön selbst entzündet hinten am Knochen. Grillen bei Höllenfeuer. So, dann sind wir soweit. Jetzt nehmen wir das Steak hier vorne hin mit der Grillplatte, um es bei einer niedrigeren Temperatur noch ziehen zu lassen. Dazu werden wir den Kerntemperaturfühler reinstecken und dann das so lang ziehen lassen, bis wir eben dann die gewünschte Kerntemperatur erreicht haben. Den Kerntemperaturfühler circa in die Mitte geben, nicht zu knapp am Knochenrand. Da haben wir eine andere Temperatur wie beim Fleisch in der Mitte. Man kann das natürlich Richtung Knochen hin platzieren, allerdings gut in der Mitte. Wir haben aktuell eine Kerntemperatur von 40 Grad und wir werden das jetzt auf gut 55, 57 Grad Kerntemperatur machen. Und so ein Grillrost ist ideal zum Steak machen, zum Burger machen, alle Varianten des Grillens und somit bleibt auch der Schamottstein drinnen sauber. Es wäre auch kein Problem, wenn der Schamottstein fett wird, ölig wird oder wie auch immer, weil dann kann man den Ofen wieder ausheizen und der Stein wird durch das hohe Aufheizen dann wieder sauber. So, dann mittlerweile 55 Grad, das heißt, wir warten noch 1-2 Grad und dann nehmen wir das Steak auch schon runter und wir wickeln es dann in Papier ein, wir schlagen das ein und lassen das für einige Minuten noch entspannen. Warum tut man es entspannen? Das heißt, die Fleischsäfte, die drinnen sind, verteilen sie erstens im Fleisch wieder gleichmäßig und es wird ein bisschen zähflüssiger, die Flüssigkeit, also der Saft, der drinnen ist. So, bei 57 Grad
nehme das Steak dann runter. Ich schlage das dann ein, in Folie zum Ruhen lassen. Und jetzt werden wir noch das Baguette auflegen, während das Steak ruht. Nachdem wir jetzt ein Höllenfeuer da drinnen haben und eine sehr hohe Temperatur, muss man jetzt wirklich vorsichtig sein, damit man das Baguette nicht gleich verbrennt. Ja? Also ich mache das jetzt im vorderen Bereich, weil im vorderen Bereich ist ein bisschen kühler wie dahinter. Dann schieben wir es zum Gratinieren kurz rein. So, die Baguettes werden schon knusprig, sehr gut. Dann geben wir da unsere Soße dazu. Und dann lüften wir das Geheimnis. So. Dann schneiden wir den Knochen entlang das runter. Ein Stück Fleisch. Und dann werden wir da das in Tranchen schneiden. Wir sind mit der Kerntemperatur auf so circa 57 Grad raufgegangen. Da sieht man, dass es leicht rosa drinnen ist. Es ist halt dann Geschmackssache, wie das jeder möchte. Entweder etwas rosa mehr oder halt eher mehr durch. Und da sieht man sehr schön, dass es noch schön rosa drinnen ist. Und so ist Steak grillen im Pizzaofen. Und wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Und Mahlzeit.